Tutorial zur Vier-Indikatenmauer auf dem 3D-Gelände. Steuerung 3. Hier habe ich ein 3D-Gelände. Das Besondere daran, ich habe, damit das dann mit dem Tool wirklich funktioniert, diese Höhen der einzelnen Punkte, die ich hier im 2 Meter Abstand extra hergesetzt habe, auf die gleiche Höhe gesetzt. Also die drei Punkte sind immer am Eck auf der gleichen Höhe. Hier und hier. Und damit ist gewährleistet, dass ich dieses Morph-Teil, also den Querschnitt der Wand, ganz einfach, hier habe ich einen Punkt gesetzt, als ich dieses Morph, die Morph-Kontur im Schnitt gezogen habe. Und jetzt kann ich ganz einfach mit Hilfe dieses nachzeichnen. Steuerung 0. Wenn ich mir vorher eine Sichtweise wähle, die schon ganz gut passt, habe ich dann später keine Probleme mit eventuellen Schrägen. Ungewollten Schrägen. So. Also ist alles schön gerade, solange die drei Punkte, solange ich die drei Punkte am Rand einhalte. Im Schnitt stimmt es einigermaßen. In den Schnitten. Was natürlich nicht okay ist, das 3D-Gelände geht hier noch durch. Das müsste ich noch mit einem SOE-Abzug schaffen. So.